Herzlich willkommen zum Market Talk. Wir sprechen heute über Investorenfallen und wie man ihnen entweichen kann. Meine Gäste im Studio sind Cyril Stempfli von Swissquote und Michael Kling, Inhaber einer Grafikagentur und Privatinvestor. Hallo. Michael, wir haben es gehört, du bist Privatinvestor. Was war dein Weg in den Markt hinein? Ich habe mich ab Mitte 2020 angefangen für Investieren zu interessieren und bin dann im September eigentlich über den Bitcoin das erste Mal in den Markt rein eingestiegen. Also die Krypto so als Initiator für deinen Markteintritt. Genau. Bewirtschaftest du denn auch noch andere Asset-Klassen? Ja, ich habe mich danach dann angefangen mit Aktien zu beschäftigen und Indizes auch gehandelt teilweise und Edelmetalle. Jetzt, Cyril, Swissquote kennt jeder. Was ist deine Rolle bei Swissquote? Ich unterstütze die Neukunden in den Markt, also die ersten Schritte in den Markt zu bekommen, weil doch auch sehr viele Kunden das erste Mal mit dem Thema Börse in Kontakt kommen und wir geben oder ich gebe ihnen da ein bisschen Unterstützung, um den richtigen Setup für sich selber zu finden. Ja. Jetzt würde mich interessieren, was euer erster Beweggrund war, weshalb ihr in die Märkte hineingekommen sind und was ihr da zuerst gehandelt habt. Schreibt einfach unten in die Kommentarspalte. Michael, also eingestiegen bist mit Bitcoin und so, wie ist es denn weitergegangen? Ich habe mir den Markt beobachtet und als der Kursrückgang relativ stark auf 10.000 runterging nochmal beim Bitcoin, bin ich dann zügig eingestiegen, habe all meinen Mut da zusammengenommen und meine Position aufgebaut. Aber hattest du eigentlich gleich ein Erfolgserlebnis? Ja, absolut. Also mein Portfolio war nicht lang im Minus und ich konnte sofort auf die ersten Gewinne schauen. Ja. Und wie bist du auf Kryptowährung gekommen? Also was hat dich motiviert, dein erstes Investment in Bitcoin zu machen und jetzt nicht in andere Assetklassen wie Aktien, Fonds, ETFs? Ich hatte einen Freund damals, der war Programmierer und hatte schon sehr zeitig im Corona-Crash eigentlich Bitcoin gekauft. Und mit ihm hatte ich mich mehrmals ausgetauscht und er war für mich so der Initialgeber. Hast du dann auch die Bitcoins zum richtigen Zeitpunkt verkauft oder hast du dann eigentlich da die ganze Kursrallye und der Kursrückgang mitgemacht? Ja, für mich war dann natürlich die Schwierigkeit herauszufinden, wann eigentlich so das Top erreicht ist. Ich war da relativ allein mit der Situation, hatte da keine großen Berater oder irgendwas und war relativ lang im Markt. Hab dann aber glücklicherweise über Invest.ch, wo ich mich angemeldet hatte, dann die Analysen von Roland gefunden und dann meinen Ausstieg auch rechtzeitig wieder gefunden. Ja, genau, weil das eine ist, der Einstieg ist natürlich auch wichtig, den richtigen Einstieg zu finden. Aber was viele Investoren unterschätzen, ist der richtige Aufstieg. Also wann stehe ich auf eine Position aus? Und ich glaube, da braucht man schon auch gewisse Unterstützung, wenn man vor allem das erste Mal am Markt ist, dass man eben auch versteht, eine Strategie hat, wann steige ich denn auf den Markt aus? Ja, das ist natürlich auch dann wichtig, die Marktmechanismen ein bisschen zu kennen. Also woran erkenne ich, dass irgendwo ein Markt wirklich satt ist und ein Trend zum Kippen neigt und so weiter. Ja, das sind sicher die wichtigen Dinge. Und da bist du eben über Kryptowährungen auf andere Assetklassen gekommen. Also auf Aktien hast du gesagt, Commodities. Wie bist du dann eben von Kryptos auf diese Assetklassen gekommen? Genau, also Krypto hat dann angefangen, eine Nebenrolle zu spielen. Dann kam quasi der erste Kursrückgang, dann ging es wieder nach oben. Ich habe das alles mitgemacht, bin dann auch davon ausgegangen, es geht weiter nach oben. Aber auf der anderen Seite mein Aktien- und Commodity-Portfolio in dem Sinne hat immer nur eine leicht aufsteigende Seitwärtsbewegung für mich gehabt, so im Vergleich zum Krypto. Und deshalb bin ich dann zu Invest.ch gegangen. Und ab da konnte ich dann auch besser einschätzen, wie es in diesen Märkten vor sich geht. Aber was war eigentlich nochmals die Motivation, dein Geld zu investieren? Weil man geht ja ein gewisses Risiko ein. Also man hat ja auch, klar, man hat ein Gewinnpotenzial. Aber man muss natürlich auch damit rechnen, dass man
Position auch an Wert verlieren können. Also was war wirklich die Motivation, wo du gesagt hast, so, jetzt investiere ich? Also was war so wirklich der Trigger, wo du gesagt hast, jetzt nehme ich meinen ganzen Mut zusammen, weil es gehört Mut dazu, zu sagen, jetzt investiere ich? Ich glaube, für uns alle hat sich viel verändert durch die Corona-Krise. Und das war schon der Moment, wo ich gemerkt habe, es geht nicht einfach immer nach oben, auch an den Märkten. Gleichzeitig entstehen große Chancen. Und dann habe ich einen Teil natürlich meines Vermögens genommen und einen Teil in Krypto und einen Teil in Aktien investiert. Ja. Also dein Ziel ist wirklich, ein langfristiges Portfolio aufzubauen. Also das ist eigentlich das Ziel, dass du sagst, hey, das Geld, was ich mir hart erarbeite, das soll auch bis zu einem gewissen Grad auch selber für mich arbeiten. Also das ist eigentlich so der Hauptmotivation. Genau, das war Geld, was ich in dem Sinne übrig hatte. Und für mich ist es auch ein großes Experiment gewesen, gerade auch in Krypto einzusteigen, aber dann auch in die anderen Märkte. Jetzt, Michael, du bist da völlig frisch an die Sache herangegangen. Bei InvestCH haben wir ja eigentlich keine News. Die sind da überhaupt nicht vorhanden. Und dennoch schauen wir an, so wie sich die Märkte in Zukunft bewegen. Was ist deine Erfahrung? Braucht es die News? Wie wichtig sind die? Oder funktioniert das ohne News? Kann man da überhaupt an den Märkten navigieren? Also ich habe sehr viel YouTube-Videos und Artikel gelesen über all die verschiedenen Sachen, bevor ich bei invest.ch war. Das war für mich sehr unbefriedigend in dem Sinne, dass eben alles nur seitwärts für mich ging. Mal hat was funktioniert, dann war ich wieder falsch. Und als ich dann zu invest.ch gegangen bin, konnte ich mir auf einmal viel mehr aus den Analysen lesen, konnte mir eine Strategie aufbauen und habe dann auch wirklich ziemlich schnell ebenfalls diesen Erfolg gehabt, ohne dass mein Portfolio lange im Minus war, und habe dann wirklich auch an diesen Märkten mein Portfolio vervielfacht. Eigentlich, ja. Gut, das ist natürlich, wenn man irgendwo mal mit der richtigen Strategie, im richtigen Trend drin ist, dann ist das irgendwo ein Selbstläufer. Man darf sich dann einfach nicht ablenken lassen, eben durch die täglichen News. Das wirst du wahrscheinlich dann auch beobachtet haben. Aber es gibt ja dann auch mal die richtig schlechten Tage. Ja. Und kannst du auch mal dazu was sagen? Ja. Der 11.11. damals, letztes Jahr, 22, also war für mich ein einschneidendes Erlebnis. 11.11, das war der Tag, als da in den USA Zahlen rauskamen. Ja, die Inflationszahlen, die besser waren als erwartet, genau. Ja, genau, und auch ich, und ja, wie auch du selber ja analysierst hast, ich habe gesehen, dass da eine Top-Bildung stattfinden könnte und habe darauf spekuliert und muss dann sagen, habe da dann wirklich einen Anfängerfehler gemacht, den ich mir selber eigentlich dann gar nicht so eingestehen wollte in dem Moment, und habe meine Position vergrößert und zugekauft, und dann kam quasi der Spike. Genau, also du hast auf einen sinkenden, auf einen fallenden Markt spekuliert und du warst dir deine Sache eigentlich so sicher, dass jetzt der Markt quasi fallen muss, und dann hat er genau das Gegenteil gemacht. Genau, im Nachhinein. Ja, hatte ich in diesem Moment einfach bin ich von meiner normalen Strategie abgewichen, Positionsgröße, Risikomanagement, und habe dadurch auch dann meinen ersten wirklich massiveren Verlust eingefahren, aus dem ich aber sehr viel lernen konnte im Nachhinein. Und vielleicht auch keinen Stop-Loss gesetzt. Ja, genau. Also es war schon weit weg. Es hatte einen Stop-Loss, also ich habe sicher nicht alles verloren, aber... Ja. Also jetzt bei dieser Beobachtung hast du auch, wir haben darüber diskutiert vor der Sendung, über das Ganze, da haben wir auch rausgefunden, eigentlich hast du die Strategie, die war klar, es geht so mal nach oben, aber der Markt, man hat vorübergehend dann Anzeichen gesehen, die hast du auch selber entgegengenommen, dass der Markt topisch ist. Jetzt läuft das ja gegen die Strategie. Mhm. Eigentlich will man long sein und dann haut man eins oben drauf. Was kannst du dazu sagen, jetzt das Learning? Ja, ich glaube, mein Learning ist wirklich, dass ich meine Positionsgröße im Nachhinein anpassen würde wieder, also kleiner lassen würde, warten würde, bis der Markt wirklich echt beginnt zu fallen. Das Problem war, er ist schon kurz gefallen, dann ist er wieder gestiegen. Genau. Und dann kam ja erst dieser Spike. Ja. Ja. Also wir haben ja das gesehen in der Vorbesprechung. Jetzt, ich glaube, es gibt zwei Themen. Wenn du generell jetzt nicht
wirklich negativ bist, dann die Short-Seite zu spielen, ist halt sehr, ich sag mal, sehr progressiv. Man könnte auch Flag gehen, oder, wenn man irgendwie Long ist. Das wäre dann so der Mittelweg. Und dann geschieht einfach nichts, wenn der Markt nach oben geht. Also immer so mit der Strategie im Rücken investieren. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und dann halt einfach auch mitunter, wenn man so eine Spekulation macht, dann muss auch klar sein, wo die Bremse ist. Weil eine Spekulation ist immer ein Stück weit Glücksspiel. Geht's gut auf. Und wenn man dann auch mit hochgehebelten Instrumenten vielleicht unterwegs ist, halt einfach das Management der Position. Genau, also es fällt mir auch auf, dass vor allem die Investoren, die eher im kurzfristigen Geschäft tätig sind, einfach vielfach auch sich überhebeln. Also dass sie wirklich mit zu hohen Leverages an die Sache gehen. Und da kann natürlich so ein Ereignis dann auch mal sehr, sehr wehtun für das Portfolio. Also das habe ich auch bei vielen anderen Investoren gesehen, die da einfach wirklich auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Ja. Gut, die meisten sagen dann einfach, ich habe keine Zeit, ich will schnell Geld verdienen. Und aber das Problem ist ja dann, also das funktioniert 5 Monate und am 6. Monat kommt der Freudnehmer und dann... Ja genau, der Punkt ist ja, man kann 10 Winning Trades, also Trades machen, wo man Geld verdient, und man kann dann eigentlich mit einem schlechten Trade eigentlich sein Konto komplett radieren. Also von dem her ist es eben eigentlich wirklich Risk Management das A und O, und ich glaube, du warst ja auch nicht am Markt dabei bei diesem Ereignis. Also du hast ja auch gesagt, du warst sogar noch unterwegs und konntest das eigentlich nicht mal live mitverfolgen. Gut, in so einem Moment ist es dann auch schwierig zu reagieren, weil der Markt einfach wirklich einen Strich nach oben gemacht hat. Aber sicherlich auch eben, wenn man tradet, dann muss man sich natürlich auch bewusst sein, wenn solche Zahlen herauskommen, das kann einfach extreme Aufschläge geben, und dann ist man idealerweise schon auch am Markt dabei und nicht unterwegs. Aber wie gesagt, das ist auch vielen anderen Investoren passiert. Ja, mir hat es dann sehr geholfen, eine Trading-Pause zu machen. Ja. Also ich habe alle Positionen geschlossen, die relevant waren und irgendwie ein Risiko waren, auch von anderen Trades. Habe dann wirklich 2-3 Wochen gar nichts gemacht und dann den Markt neu sondiert, wieder Analysen gelesen und bin dann wieder eingestiegen und habe dann auch wieder mit meiner alten Strategie wirklich sofort wieder Gewinne gemacht und konnte eigentlich in kurzer Zeit mein Portfolio schon fast wieder verdoppeln. Ja. Jetzt Risk Management klingt ja schön und gut. Bei InvestCH machen wir den Investoren ja auch immer Vorschläge, wie man dabei vorgehen kann. Aber was bietet ihr denn konkret an, wenn man das umsetzen will? Da klemmt es immer wieder mal. Ja, man muss sich ja immer vor Augen führen, dass es an der Börse um Wahrscheinlichkeiten geht. Es gibt ja nie die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Trade in den Gewinn läuft, weil sonst hätte ich ja gar keine Gegenpartei. Also das ist wirklich mal wichtig zu verstehen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man das manuell macht, also über die Positionsgröße, über das Setzen von Stop-Loss-Aufträgen, eben über das Auswählen des Hebels etc. Aber da brauche ich dann enorm viel Zeit, nehme ich an. Genau, man muss das natürlich alles selber setzen. Man muss auch die Möglichkeit haben, den Markt zu verfolgen. Mhm. Also je nach Arbeitstätigkeit wird das ein bisschen schwierig. Ja, das heißt also eher so für mittelfristige Investoren wäre das ein Weg, oder? Genau, und wenn man wirklich dann in das Daytrading hineingeht, also wirklich sehr, sehr nah, sehr, sehr aktiv am Markt ist, dann lohnt es sich auch, gewisse Parameter zu automatisieren. Und das bietet ihr bei Swissquote an? Genau, das gibt die Möglichkeit, es gibt ja heutzutage Softwares, wo man eben eigentlich so solche Systeme anschließen kann, dass dann eben aufgrund von gewissen Signalen Trades auslöst und dann auch Trades wieder geschlossen werden. Also gleitende Durchschnitte zum Beispiel, die übertroffen werden. Genau, und so weiter. Genau, das kann man ja auch heutzutage alles selber programmieren. Mhm. Okay. Vielleicht jetzt mal noch zur aktuellen Situation. Mich würde interessieren, welche Märkte du jetzt in den Fokus genommen hast, was du bearbeiten möchtest hinsichtlich jetzt der nächsten Wochen und Monate und welche Instrumente du da einsetzt. Ich handle hauptsächlich CFDs. Und machst du die bei Swissquote? Nein, ich bin kein Swissquote-Kunde im Moment. Noch nicht, ja.
Aber ihr habt auch CFDs? Natürlich, wir bieten auch CFDs an, ja. Okay, und ja, also ich bin hauptsächlich zurzeit daran, den Einstieg eigentlich mittelfristig zu suchen und nicht kurzfristig. Für zum Beispiel den S&P 500, Öl, Gold. Weshalb jetzt nicht mehr so kurzfristig? Ja, ich glaube, ich habe verstanden, vorher habe ich eher mittelfristig orientiert gehandelt, war erfolgreich und je kurzfristiger eigentlich mein Handeln war, desto höher war meine Portfolio-Schwankung und ich möchte eigentlich eher wieder zu dem ruhigeren Management meines Portfolios zurückkommen. Ja, finde ich gut. Also das ist auch meine Erfahrung. So kurzfristig wird es einfach irgendwo sehr problematisch, weil halt da verschiedene Dinge zusätzlich mit reinspielen. Mittelfristig spielt das dann alles weniger eine Rolle und hast du Trends, vermehrt Trends, die dann das Kursgeschehen prägen. Und was hast du längerfristig geplant? Ja, aufgrund eben meines Ausstiegs vom Bitcoin zu einem großen Teil bin ich eigentlich jetzt, nachdem auch auf Invest.ch immer mehr so leicht positive Ansätze zum Bitcoin gesehen werden und eine eventuelle Bodenbildung, würde ich gern wieder in diesen Markt einsteigen. Und dann aber über Swissquote. Ja, vielleicht. Gut, beim Bitcoin sieht es tatsächlich eigentlich jetzt so aus, als würde der Bodenbildungsprozess, worüber wir ja schon Oktober, November gesprochen haben, dass der kommen wird. Wir haben jetzt einen ordentlichen Anstieg gesehen. Meiner Meinung nach etwas zu weit und zu schnell. Also ich glaube, da wirst du noch Einstiegschancen bekommen. Also du denkst so in einen fallenden Markt den Einstieg suchen? Ja, also auch da ist die Strategie, oder? Mhm. Wenn ich ja jetzt kaufe, einfach in den steigenden Markt, dann gehe ich ja davon aus, dass der schon in einem Trend ist. Und das ist ja wahrscheinlich noch nicht der Fall, weil das geht nicht digital. Zuerst fällt es und dann steigt es, sondern da kommt immer noch eine Zwischenphase. Und wahrscheinlich ist ja jetzt der Bitcoin in dieser Zwischenphase und dann kann man noch antizyklisch handeln. Okay, aber du stimmst mit mir überein, wenn ich langfristig investiere, dann spielt es doch nicht so eine Rolle, ob ich den Bitcoin bei 19 oder bei 20.000 gekauft habe. Ja, das kommt auf deine Schmerzempfindlichkeit davon. Viele Investoren sagen, sie sind langfristig orientiert, aber halten dann eine Woche lang Gegenwind nicht durch und das ist dann eben häufig das Problem. Da wird dann die Taktik zur Strategie und umgekehrt und dann fällt halt alles über den Haufen. Aber wenn ich das so höre, dann gehst du davon aus, dass wir schon das Tief beim Bitcoin gesehen haben? Das könnte sein. Ich so lange kursmäßig würde das passen, so mit früheren Projektionen, die wir auch gemacht haben. Aber im Augenblick geben die Daten das noch nicht her. Also man kann das noch nicht jetzt wirklich abstempeln, dass das wirklich jetzt das Low war. Und das möchte ich jetzt schon, wenn ich als Investor jetzt einsteige, dann muss ich ja nicht einsteigen langfristig, weil es kurzfristig gestiegen ist und ich Angst habe. Also auch da so ein bisschen einen Plan zu haben, das ist eigentlich ganz gut. Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, es ist wichtig, sich eine Strategie zurechtzulegen, einen Plan, wie man vorgehen will und das halt auch alles voneinander abzugrenzen. Vielleicht auch mal wirklich eine sachliche, neutrale Analyse sich zur Hand zu nehmen, sich da Gedanken darüber zu machen, auch mal das eine oder andere auszulassen. Man muss nicht alles abhandeln. Es gibt auch Dinge, die man besser mal weglässt. Wir haben es gehört. Ja, und dann Cyril, ich möchte mich bedanken dafür, dass du ins Studio gekommen bist. Auch bei dir, Michael, war sehr gut und auch mutig, dass du vor der Kamera gestanden bist. Sie dürfen gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und uns ein Like da lassen. Ist immer gut für den YouTube-Algorithmus. Und dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und viel Erfolg an den Märkten. Bis zum nächsten Mal.